Das Theaterfest Niederösterreich mit seinen 20 Bühnen hat heuer in seiner Jubiläumssaison weit über 230.000 Besucher gezählt. Zum 25-Jahr-Jubiläum gab es jetzt, zum Saisonabschluss, nicht nur eine riesige Geburtstagstorte, sondern auch die Erinnerung des Initiators an den Beginn des Theaterfests, das mittlerweile ein Herzstück der niederösterreichischen Kulturarbeit geworden ist. Er sah darin schon damals ein riesiges Sprungbrett für eine tolle Weiterentwicklung des Landes Niederösterreich, obwohl das damals ja gar nicht so einfach war, weil vor allem Kulturpolitik nicht unbedingt vorne rangiert hat. Und ich habe mir gedacht, warum sollte es in der Stadt so einfach möglich sein, Kultur zu genießen, und warum muss man am Land so viel auf sich nehmen, um Kultur genießen zu können? Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass wir auch der Bevölkerung in der ländlichen Region die Chance geben, Kultur zu genießen. Ja, er war es, der den Wert der Kultur erkannt hat für eine dynamische Entwicklung einer Region. Und wir haben es geschafft, Niederösterreich als Kulturland zu positionieren mit einem nationalen und internationalen Ruf. Der Obmann des Theaterfests Niederösterreich ist mittlerweile seit 10 Jahren im Amt. Was wünscht er sich für die Zukunft seines Theaterfests? Ich wünsche, dass auch in 25 Jahren Theater noch immer für das Publikum interessant ist. Der Mitbewerb nicht der einzelnen Bühnen, sondern der Medien wird immer schwerer. Wir müssen schauen, dass wir unser Publikum gewinnen, dass wir auch unter den jungen Besucherinnen und Besuchern wieder theaterbegeisterte Zuschauer gewinnen können. Das, glaube ich, wird die große Herausforderung sein, in den nächsten 25 Jahren noch Besucher für gutes Theater zu gewinnen. Und ich hoffe, dass wir in 25 Jahren dann noch immer Theater spielen können, niederösterreichweit, und noch immer unsere 230.000 Besucher jedes Jahr haben. Den Weg Qualität vor Quantität werde man fortsetzen und verstärkt darauf achten, dass die gesamte Region vom Kulturgeschehen profitiere. Dazu wird das Land das Kulturbudget nicht kürzen, sondern weiterhin investieren. Das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander die Standorte, die Intendanten und auch das Land Niederösterreich an einem Strang ziehen. Dann kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. Dann wird das gut weitergehen. Erwin Pröll hatte zum Jubiläum noch eine ganz besondere Überraschung parat und hat sich für eine Rolle angeboten. Ja, ich habe mir die Rolle des Geldboten ausgesucht an Werner Auer, denn die niederösterreichische Versicherung hat angeboten, dem Theaterfest zum Jubiläum Geld zur Verfügung zu stellen. In treuen Händen werde ich gerne von der Versicherung ins Theaterfest dieses Geld als Geldbote überbringen. Und was gibt es eigentlich Schöneres, als jemandem Geld zu geben, damit er damit weiterbauen kann? Mit all den guten Wünschen und den Zusagen werden also die schönsten Plätze Niederösterreichs auch künftig wieder zur schönsten Kulturkulisse. Mit einem Wort, ganz Niederösterreich bleibt Bühne.